Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Neben mir ist der Lukas alias Evil Laugh Entertainment. Und neben mir der Leo alias Len60. Das ist wohl richtig. Wohl, wahrscheinlich. Ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit. Und zu wenig Kohle. Denn wie wir wissen, haben wir zu wenig Kohle. Denn wie wir gelernt haben, wir können niemals wissen. Dieser Sinn ist uns verwehrt worden. Deswegen nur mit höchster Wahrscheinlichkeit erahnen, ne? Genau. Da knackt er mit dem Kopf. Mit dem Hals. Mein Kopf knackt nicht. Bist du sicher? Es kommt doch bloß auf die Geschwindigkeit an. Ja. Wir wissen doch, wo der Castel Sant'Angelo ist. Ja, aber ich lasse es mir trotzdem. Ich lasse es mir trotzdem markieren, ne? Vielleicht markiert das irgendwo anders. Bank oder so. Käfer. Rippen de Bibblebi. Rippen de Bibblebi. Das kaufe ich mir. Gönn ich mir. Ich will es haben. Ich will. Gönn dir. Läuft bei dir. Wir werden jetzt nur noch mit Jugendantwörtern antworten. Jugendwörtern antworten. Okay. Läuft bei dir. Gammelfleischparty. Meine Güte, wer von euch hat jemals Gammelfleischparty gesagt? Schreibt's bitte mal in die Kommentare. Du. Ja, jetzt, aber in irgendeinem Gespräch, in dem es nicht um Jugendwörter ging. Das ist halt dann schon wieder schwierig, gell? Ja. Ey, wir sind ja ziemlich. Oh, da sind wir schon. Mehr oder weniger. Wären wir schon. Halt. Adlerauge. Was zur Hölle ist das für einer? Jemand hat mal reingeschrieben, es gibt drei von denen irgendwie, okay. Und dann gibt es einen Erfolg, wenn man alle drei findet. Okay. Und tötet. Keine Ahnung. Ich habe in meinem Spiel noch keinen einzigen gefunden. Oh, du Armer. Aber gibt es da feste Punkte oder sind die variabel? Keine Ahnung. Null Ahnung. Also ich weiß, der eine war hinter der Rosa Fiore. Genau. Und einer war jetzt hier. Na komm. Das ist aber eine enge Kurve, ha? Huh? Ja, ich würde sie gerne noch enger ziehen. Die Kurve. Was denn? Was denn? Du bist doch durch die Wand durchgefahren. Was? Du bist doch durch die Wand durchgefahren, durch die Glitzerwand. Nein, die hat sich da bloß angedeutet. Ach so. Alter, wirklich, spring... Na, also. Geht doch. Auf einmal sind hier... Wo kommt man da hoch? Gar nicht. Wieso bin ich dann hier? Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht musst du woanders hoch. Ich weiß nur, in einer Mission sind wir hier hoch, aber da waren hier auch noch nicht die Gitter. Ja, das ist wohl wahr. Na, doch, du bist doch so ein Depp, bist du. Wahnsinn. Tja. So ein Idiot. Er macht nur das, was er von seinem Controller gesagt bekommt. Ich habe ihm gesagt, er soll nach hinten springen, aber sollte auf einen dieser Pfeiler springen. Das weiß er doch nicht. Muss er aber. Muss er aber. Das muss ein Assassine wissen. Wirklich? Ich drücke nach oben. Kletter halt hier hoch, wenn du hier lieber hochkletterst. Meine Fresse. Das ist mir egal, ob ich dir bekannt bin. Tja. Da geht's hoch. Soll ich mitmachen? Was? Ich sehe schon, ich kann es viel zu schlecht. Ich kenne es zu schlecht. Es ist so ziemlich jeder Rhythmus eines Kampf. Da war ich ja voll richtig. Ja, du hast vorhin falsch eingesetzt. Ach so. Oder ich habe falsch hingehört. Kann so als sowohl als auch dies und jenes. Und alles andere. Genau. Wer fühlt sich gerade verarscht? Was? Ciao. Tut mir leid. Padau. Und zippel die da. Ja, genau. Und zippel die da. Zippel die da. Zippel die da dich selber. Wirklich. Greif doch mal, Ezio. Begreif es endlich.
Du bist zum Klettern da. Zu gar nichts anderes gut. Ezio sind zum Klettern da. Valerie und Valera. Schau mal auf der, auf dem Gastel. Oh, da ist es ja schon. Ja, ja. Ach, das hattest du wahrscheinlich noch in Erinnerung, oder? Ja. Gibt so ein paar, die vergisst man einfach nicht. Ja. So. Oh, nix wie rein da und das letzte Rätsel der Wahrheit lösen. Yeah! Das klingt jetzt voll daneben. Wow. Wir tun jetzt so, als ob wir schreien würden, weil das gibt uns Klicks. Oh, oh yeah. Meine Stimme klingt halt so komisch. Willst du Hilfe? Das knackt nicht. Oh, ich muss ja dahin laufen. Yep. Ich freue mich schon auf Revelations und den Dreier. Ich mich auch. Und den Vierer. Die kenne ich nämlich noch überhaupt nicht. Ich habe dich vermisst. Oh, welchen kennst du noch überhaupt nicht? Dreier. Alle nach dem hier. Ah, das ist super. Guck mal, Brüste. Brüste! Die ist schwanger, oder? Was? Ist die schwanger? Keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall nicht mehr im Garten Eden zu sein. Wieso? Weil da schon ein Kind ist. Schau dir mal die Hände von dem Kind an. Ja und? Vielleicht ist es der Teufel. Meinst du, es gibt keinen Teufel im Garten Eden? Oder Lucifer? Nein. Die Schlange. Das schon eher. Aber die Schlange, ich dachte, die Schlange wäre eine Form von... Nein. Nicht im Garten Eden. Sicher? Ja. Was war sie dann? Holy die Verführung. Crap. Ja, die Schlange hat die Verführung dargestellt. Ach so. Damit man möglichst gar nichts erkennt, ne? Nein. So. Ah, okay. So. Erkennst du, was das für ein Zeichen ist? Ja. Das haben wir im ersten Teil schon gesehen. Das haben wir eigentlich in jedem Teil mittlerweile gesehen. So. Ich versuch's natürlich wie am Anfang immer auf gut Glück. Bis ich dann die Nase voll hab und dann mach ich's gescheit. Dann hab ich Glück und mach's gescheit. Nur das Innerste ist falsch. Ach, es stimmt nur im Innersten nicht. Kannst du nicht die ersten, die ganz in der Mitte, die beiden kannst du gleichzeitig drehen, oder? Was? Die ganz in der Mitte kannst du gleichzeitig drehen, oder? Oder wie jetzt hab ich's. Nein, ich kann die äußersten zwei nicht miteinander drehen. Also was kann ich drehen? Ich kann nicht irgendetwas alleine drehen. Nö. Das finde ich am fiesesten, wenn du irgendwas nicht alleine drehen kannst. Naja, es geht. Ab dann wird's schwierig. Geht schon, geht schon. Mit was kann ich den Innersten drehen? Innerste geht bloß... Die ersten drei zwei. Praktisch. Die ersten zwei. Das, ersten ist, drei. Der, das ist der Innerste. Das du ist hast aber noch einen weiter innen. Nein, das ist der äußere Ring. Dann kommt der wieder, dann kommt der. Aber das ist doch praktisch die ganz, ganz in der Mitte, den Kreis einfach nur. Nicht den Ring, sondern den Kreis, ganz in der Mitte. Das da? Ja. Das bewegt sich nicht. Nicht? Nö, das ist ja der Ausgangspunkt. Er zeigt, okay. Das ist der Ausgangspunkt. Okay. Okay, das muss ich ein bisschen überlegen. Und zwar... Eins, zwei... Zwei. Das passt nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.
fast. Ja. Das ist, oh, schöne neue Welt. Welch unsterblich Hand oder Auge konnte deine furchtbare Symmetrie formen? Kartoffel wohl eher. Ja. Aber okay. Logikzentren aktiv. Ich verstehe, was ich muss. Warum ich hier bin. Ich muss. Langzeitgedächtniszentren aktiv. Nein. Holt es raus. Tötet mich. Schön. Laden. Voll. Sag ich auch immer, wenn ich gerade Bock drauf habe. Ein Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Glauben. Jupp. Also wenn ich so viele Kirchen sehe, würde ich entweder auf Glauben gehen. Was ich einfach jetzt mal mache, ne? Glauben, das ist ein Hotel. Macht. Armut. Wissenschaft. Ist das Armut? Nein. Das ist keine Armut. Das hat auch nicht wirklich mit Armut zu tun. Nee. Nope. Auch nicht. Es sind überall viele Menschen drauf. Nope. Das ist ein hübsches Foto. Ja. Road closed. Der passt halt so null in diese Bilder rein. Vielleicht, was, wenn es um Wissen geht? Ja. Diese zwei Bilder sind halt irgendwie zusammenhanglos. Ja. Machen wir mal Wissen. Was könnte alles mit Wissen zu tun haben? Nö. Nicht wirklich, nicht, dass ich wüsste. Obwohl im Hintergrund sind Solaranlagen. Naja. Wissen, Architektur. Aber das haben wir mit Händen oder Maschinen hergestellt. Das stimmt, ja. Dito. Ja. Auch. Dito. Und schon sind wir drüber hinweg. Und ne? Schon wieder. Freiheit. Dann lasse ich aber Albert Einstein drin. Warte, Tour Eiffel. Der Eiffelturm. Warum wurde der gebaut, weißt du das? Irgendwie Frieden. Ich mach mal. Ja, irgendwie 1, Frieden. 2, 3, 4. Dann mach ich noch das hier. Und yep, ich haben wir erwartet. Ich nehm das mal raus, ich tu das rein. Yep. Nimm das mal raus und ich tu das rein. Ich nehm das mal raus, ich nehm das rein. Dann nehme ich das mal raus und tu das rein. Ich spiele Roulette. Ein Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Es ist aber etwas, was produziert wird. Ohne Hände oder Maschinen. Das heißt, es hat mit dem Geist zu tun. Dem Heiligen Geist. Was sind da alles vom Grabmäler? Das ist ein Grabmal. Ja, das könnte auch. Das nächste könnte auch ein Grabmal sein. Würde ich eher nicht sagen, aber vielleicht ist das ein Grabmal. Vielleicht. Und wir wissen nichts davon. Kommt bestimmt im nächsten Nicolas Cage-Film. Er ist auf jeden Fall tot. Das ist auch tot. Was ist da? Das ist England. Ich weiß nicht, ob es ein Flügel vom Buckingham Palace ist. Das wäre es auch eine Idee von mir gewesen. Hinweis. Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Eine Idee? Eine Idee? Also warum müssen wir das eigentlich lösen? Warum? Weil er zu dumm ist. Er ist der härteste Mathematiker von allen. Schon, aber... Ist er nicht Geschichtler? Geschichtler, Mathematiker, Analytiker. Okay. Der macht die ganze... Und Rebecca ist noch mehr mathematisch veranlagt natürlich. Aber, die wissen es, eine Idee. Er hatte eine Idee. Ja. Tour Eiffel hatte eine, das war eine Idee. Meinst du hier Commonwealth? Königreich. Dahinter steckt eine Idee, Freiheit. Die Statue wurde von den Franzosen an die Amerikaner als Geschenk übergeben. Genau. Ist das eine Idee? Ist das eine La Idee? La Liberté ist eine Idee, aber... Ja, ich nehm's mal.
Tour Eiffel, der wurde eindeutig spät gebaut. 18 irgendwas. Ich würde halt gerne wissen, was das ist. Nach was schaut es denn aus? Aber eigentlich irgendwie schon nach einem Gotteshaus, oder? Ist das eine Idee? Taj Mahal. Das ist doch, genau, das ist doch die Grabstätte, die ein Sultan oder ein Prinz oder König oder irgendwie seiner Ehefrau? Weiß ich nicht. Ich nehme mal die zwei. Ich nehme mal diese vier Bilder und probiere alle dazu. Idee. Gib mir Ideen. Mehr Ideen bitte. Idee. Nein, also irgendetwas von diesen Vieren ist falsch. Ich nehme mal das Taj Mahal raus und tu diese Idee rein, weil es so eine tolle Idee ist. Also ich sehe leider keinen Zusammenhang. Ich mache jetzt einfach random, ne? Weil ich finde auch ein keinen Produkt wie das mit Gefühlen. Ups. Komm wieder rein. Hunger. Eine Idee. Wie kam überhaupt auf die Idee? Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Eine Idee. Ich glaube, er meinte damit eher, ob wir eine Idee haben. Ja, toll. Aber so, da sind wir auch drauf gekommen, dass wir irgendetwas finden müssen, was ohne Hände hergestellt wird. Aber wenn ich mir zum Beispiel... Das hier? Genau. Es gibt vielleicht Gefühle. Ich meine, wir hatten es ja in der Schule oft genug. Eine Uniform soll ein Gemeinschaftsgefühl. Da ist aber keine Uniform. Und man sieht nicht mal irgendeine Wache. Das stimmt, ja. Palace. Dann kommt das wohl nicht rein, wenn es tatsächlich das wäre. Eine Idee einer Nation, wo überall sind Flaggen drauf. Da ist eine Flagge drauf. Keine Flagge. Das sind viel zu wenig Flaggen in den Bildern. Da ist eine Flagge drauf. Wo ist die Flagge? Oben. Ach ja, klar. Da könnt ihr mir auch vorstellen, dass irgendwo... Das ist eine orthodoxe Kirche, oder? Ja, sehe ich gerade an den Kreuzen. Ja, das wird wahrscheinlich eine orthodoxe Kirche sein. Es wäre wieder Thema Glaube. Was ist denn das? Ein Internat? Dann gehen wir doch mal dem Glauben hinterher. Ich dachte, es wäre das Dingshotel in Budapest. Nicht Budapest, in Bombay. Was für ein Hotel? Es sieht auf jeden Fall nach Bombay aus. Ich nehme das mal. Ich gehe mal zu Glauben über, okay? Wegen den vielen hochpigmentierten Gesichtern oder weshalb? Ich gehe mal zum Glauben über. Weil das ist ja eine Idee. Der Glaube ist ja eine Idee. Aber wir halten uns jetzt zu sehr... Das war ja mein erster Gedanke, die Religion, weil so viele Häuser da waren, ne? Mhm. Aber es hat ja nicht funktioniert gehabt. Ein Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Oh mein Gott. Ich nehme mal Wahrzeichen. Das ist ein Wahrzeichen. Das ist auf jeden Fall auch ein Wahrzeichen. Das ist ein Wahrzeichen. Das war ein Wahrzeichen, so wie das auch das. Nein. Eine Erinnerung? Ja, warte mal. Ich nehme noch ein anderes Wahrzeichen vielleicht. Ich will auf der Wahrzeichen-Idee... beharren. Ja. Das war natürlich kein Wahrzeichen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon, die Kombo. Das war ein Wahrzeichen. Was war dein Gedanke noch? Eine Erinnerung. Die Freiheitsstatue ist eine Erinnerung. Wir müssen schauen, wie alt das Foto ist. Das ist alt. Das scheint modern zu sein. Okay. Das scheint älter zu sein. Das ist eine HDR-Aufnahme. Ja. Was ist denn nachbearbeitet? Ich halt's mal. Mach's mal. Ach, was HDR? Was sag ich da? So ein Müll. Nö. Ich nehme mal das raus. Tu da rein. Tour Eiffel. Le Freiheitsstatue. Le Freiheitsstatue. Das sieht nach einem alten Haus aus, ist es aber auch nicht. Meinst du, das ist nach einem alten? Das hört eher für mich einem relativ modernen Haus aus. Ja. Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Wissen. Aber da gibt es viel zu wenig Bilder für Wissen. Gedanken im Allgemeinen. Gefühle. Ich habe schon mal überlegt Tod, aber das ist ja
hier zu wenig. Mhm. Da wäre halt eins, zwei Bilder. Drei. Die das Kinder ja verhungern. Ne, will ich jetzt nicht sagen. Stimmt, die sind eigentlich ganz gut gekleidet. Würde ich jetzt nicht sagen. Was haben die denn überhaupt? Holz. Äste. Ja. Da ist eine Nummer auf den Säcken. Was kann überhaupt ohne Hände hergestellt werden? Was kann man ohne Hände herstellen? Und ist auf all diesen Bildern drauf. Was kann man ohne Hände Gemeinschaft. Herstellen? Aber die Kinder noch mit rein. Ups, zu viel. Ich weiß nicht, was es war. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es war richtig. Ja. Es geht um Genetik. Sie wurden in ihre Positionen hineingeboren. Wir helfen ihnen nur, es zu akzeptieren. Was? Mit jedem Tag, der vergeht, wird das Volk stärker. Freiheit steigt auf, kündigt eine Revolution an. Versuch's mal auf der Fackel. Da sind komische Zeichen. Nope. Ja. Ich dachte mit Asum. Das vermummte Gesicht? Nope. Ah, Assassine. Yes! Ist aber ungültig. Weil wir müssen ja nach Templer suchen. Assassin. Hä? Capitalism is a failure. Wo ist hier, könnte ein Templer drin sein? Das sind keine komischen Symbole, schau mal genauer hin. Ja, ja, aber es sieht halt komisch aus. Kabelbinder. Ja, das sah komisch aus. Ich sag mal schon. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Danke. Das Credo der Assassinen. Ungültige Koordinaten. Das scheint. Ist das Frankreich? Welche Sprache ist das? War. Imperium. Ah, nee, das ist irgendwie Arabisch. Und auf der arabischen Schrift ist das Assassinen-Logo. Sehr geil. Sehr schön. Dun 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 dun. Yes, da sind ja überall nur noch Assassinen-Symbole. Ja, Revolution. Wir müssen das Templer-Symbol finden. Schätze ich mal. Unter den vielen Assassinen-Symbolen, oh ja. Ja. Lustig. Bam, bam, bam. Stand doch was. Steht auf gegen sie! Gemeinsam! Lauter Fahrradpolizisten. Warte, was ist mit dem Gesichtstuch, mit dem Hammer- und Sichelsymbol? Ah, nee, da ist nichts. Aber guter Gedanke. Guter Gedanke. Ich glaube, wir sind wirklich alles abgegangen jetzt. Oh mon Dieu. Ein Templer. Wer könnte hier Templer sein? Oh mon Dieu, what the hell? Ich meine, die Templer waren doch die Machthaber und die Assassinen immer die, Warte. Die sie gestört haben, oder? Hinweis. Steigt da irgendwas auf einem der Fotos? Steigt auf. Der Adler. Wow, toll. Toll. Great.